So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Pokémon Rubin Together mit mir, dem Banger der Zehnfinger. Und heute sind wir anscheinend bei Camillo. Ich bin Camillo, der Arena-Leiter von Forsthauhafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Nur dass es keine Höhle ist, sondern ein Gebäude, du Mongo. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist, Malaka. Okay. Camillo scheint hier ein exzessiver Spanier zu sein oder ein Latino-Boy oder ein Grieche, keine Ahnung. Ja, ein Grieche, ja. Mit einem Macholo. Alles klar. Und was gibt's zu erzählen, meine Freunde? Na, Reggie natürlich vorne. Hä, 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 hä. Willst anscheinend, dass ich das Opfer, was? So, was sehen wir hier für Veränderungen im Team? Z-Slayer-LP ist jetzt auf Level 14, ist anscheinend ein Teammitglied. Mit Solo und Adrenalin, also Solo ist ein angriffssteigerndes Wesen und senkt die Spezialdefensive, meine ich, oder die Defensive, aber erhöht halt den Angriff um 10%. Ganz praktisch. Flügelschlag schon drauf, jawohl, Flügelschlag schon drauf. Würde uns bei diesem Arena-Kampf wahrscheinlich helfen. Antenne haben wir auch noch für den Fall der Fälle. Mit Lebensstelle ein bisschen spammen. Ekremine, keine Ahnung, irgendwie scheint nicht trainiert worden zu sein. Sayo, mein Aschgürm, mein Knilz. Ja, super. Level 14. Irgendwas Neues gelernt, Schatz? Nee, irgendwie nicht. Und, Ninja Nina. Warum habt ihr das nicht trainiert, ihr faulen Säcke? Das sollt ihr trainieren! Mein Gott, egal. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, dass ich okay, gut. Meine Befürchtung war jetzt nämlich, dass ich dieses Macholo eventuell hochboosten könnte. Aber da es dies Gott sei Dank nicht tut. Oh, ist ein Item drauf. Markus mit seinen Beeren. Ich wette, das war Markus mit seinen Beeren. Unglaublich. Ah, die helfen einem. Oh. 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 Jetzt wird er erstmal ein bisschen gehext. Hex, Bibi Blocksberg. Bisschen Blitzspam, damit dieses Macholo auch so wenig wie möglich trifft. Ich bin jemand, der in der Regel immer zweimal sowas einsetzt. Und danach trifft der Gegner meistens schon kaum noch was. Und seht ihr? Ganz praktisch. Auch wenn jetzt Geowurf ein bisschen... Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das sieht ja kaum was ab! Ja gut, ich bin 6 Level weg. Von entfernt. Und ich muss ganz, ganz wirklich dringend Ninja Nina trainieren. Sagen wir jetzt nicht, du schaffst das sogar noch. Fände ich ein bisschen krass. Ich wechsle einfach mal auf Ekremine, auf Elzethorder, weil Ninja Nina muss halt trainiert werden. Und triff, jawohl, super. Und Ekremine ist tot. Sorry, Bro, aber nee, Sis ist ja ein Mädchen. Manchmal muss man auch mal Opfer bringen. So, jetzt haben wir hier Z-Slayer LP. Ich nenne einfach Slayer. Kommt besser. Ich glaube, ich kenne den Buben sogar, den er darstellen soll. Ist, glaube ich, auch Markus' Teammitglied. Will ich jetzt mal sagen. Und dieses Macholo sollte jetzt auch gleich besiegt werden. Auch wenn dieser Supertag jetzt ein bisschen abfuckt. Ah, ja gut. Ich nehme jetzt dieses Video am Dienstag nach den Weihnachts-Winterferien auf. Und ich bin des Todes müde. Ich hatte jetzt, ich bin um 4 letzte Nacht ins Bett gegangen, konnte nicht schlafen und jetzt haben wir, ich muss heute um 7 raus aufstehen. Hatte jetzt erstmal Englisch plus, was war das? So wie, ja, das war der übelste Kopf, Fikidifik, aber gut. Ich möchte nicht drum weinen, da habe ich jetzt eine Freistunde, hat mir nichts lumpen lassen. Wollte ein Part für euch drehen und jetzt sehen wir wirklich, wie nützlich so ein kleines sein kann. Denn wir paralysieren die Smakuhita und haben schon mal die halbe Miete gesichert. Denn jetzt ist Smakuhita langsamer als alles andere im Team und hat eine... Ich weiß nicht. Einen gewissen Prozentsatz Chance, dass es sich angreifen kann, wie jetzt zum Beispiel. Und wir haben es jetzt zudem noch besamt. Meine Freundin kann das halt. Die kann auch mal Samen absondern. Ja. Und jetzt spammen wir einfach mal ein bisschen mit Absorber drauf. Und dann sollten wir das eigentlich auch schaffen. So, Absorber sieht jetzt zwar nichts. Aber in Kombination mit Egelsamen sollte das nach einer Zeit schon verheerenden Schaden anrichten. Auch wenn Armstoß jetzt auch... Oh, okay, doch nicht. Ich warte immer noch auf den Moment, wo Sayu hier mal ein bisschen mehr lernen kann. Megasauger wäre nicht schlecht. Wäre immerhin dreimal so stark mit Step wie Absorber, oder? Nee, doppelt so stark. Jawoll! Makuhita trifft wieder nix.
Und der Egelsamen wirkt und wirkt. Ja, ja, ja. Diesen Arena-Kampf setzen wir strategisch sehr gut fort. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Knilz und Kappel sind extrem starke Pokémon. Competitive Battling, also im strategischen Battling, sind die auch noch ziemlich gut. Kann ich jedem Anfänger empfehlen. Damit macht ihr so vielen anderen Anfängern das Leben schwer. Besonders mit Pilzspore und so weiter und so fort. Und Delegator-Kappels, das ist natürlich der Horror jedes Anfängers. Kann ich euch sagen, auch ich damals, ich bin da voll verzweifelt, ja. Und ich glaube... Ah, komm. Das war jetzt ein bisschen unnötig, ja. Aber wir haben Blitz. Ich weiß nicht, ob wir den Brief schon abgegeben haben. Müsste ich mal gleich gucken, nach dem Kampf. Also den Brief an Troy. Wir hatten gute Zeiten, wir waren mit dabei. Und ich bin jetzt eigentlich eher der Meinung, dass das hier Sayu alleine machen soll und auch schaffen wird. Keine Sorge. Z-Slayer LP hat natürlich auch sehr gute Arbeit geleistet. Heißt der jetzt Z-Slayer LP? Und es trifft wieder nur zweimal. Ey, wir haben natürlich auch ein bisschen Glück, ja, muss ich sagen. Mit den ganzen Para-Hexes hier. Aber, ja. Was gibt es dazu sagen? So, Makuhita erinnert mich natürlich immer an eins meiner klassischen Pokémon aus dem Bloody Platy Nuzlocke Run. Sandwirbel. Ja, das kommt jetzt aber ein bisschen spät, ne, Makuhita? Du wirst nichts gegen uns machen können. Denn du wirst jetzt scheitern. Vielleicht sollte ich auch mal mit Tackle angreifen. Nee, er nicht. Ist jetzt vielleicht eh tot. So, Armstoß, zack. Wisst ihr, was bitter wäre? Wenn jetzt fünfmal Armstoß kommt und ein... Wieder nur zweimal, ey. Unglaublich, dieses Knilz. Das ist einfach Power. Power, Power, Power. Aber naja, ist halt immer eine Frau. So, und jetzt... Paralysiert. Ahaha, unglaublich. Einfach nur unfucking glaublich. Und damit hätten wir jetzt diese Arena geschafft. Zweiter Orden. Ein Orden für mich. Besser geht's nicht. Level 16. Und Megasauga. Jawohl. Seht ihr, ich hab's mir eben gewünscht. Jetzt krieg ich's. Du weißt, wie man einen Mann glücklich macht. So. Nee, ist sogar mehr als doppelt so stark, ne? 40, 20, 60. Nee, ist es nicht. Hui, hui, hui. Du hast eine größere Welt produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast dich erwischt. Nimm den Orden dieser Arena. Ach, ja. Und die Höhle in Anführungszeichen, wird ausgeleuchtet. Und wir halten den Knöchelorden. Besser geht's nicht. Jawohl. Zusätzlich kriegen wir noch eine TM, glaube ich, jetzt gleich. Das ist eher unwichtig. Blitz können wir außerhalb eines Kampfes benutzen. Und wir kriegen TM 08. Und das ist... Protzer. Protzer erhöht den Angriff und die Verteidigung um eine Stufe, also um 50%. Ein eigentlich sehr cooler Move. Bug up heißt es auf Englisch. Ich glaube aber, das kann keiner in unserem Team noch erlernen. Kapels kann das dann wahrscheinlich erlernen. Oh, cool, sagt geil. Kapels kann das dann höchstwahrscheinlich erlernen, aber ja. Ekremine kann es auch lernen. Ein bisschen unnötig. Und ja, lieber nicht. So. Ah, genau, apropos, ich wollte mal nachgucken. Devon waren. Ja, das muss ich dann auch noch erledigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diese ganze Story-Scheiße selber machen muss. So, wir kriegen jetzt erstmal noch eine Angel hier, oder? Hm? Ach, oder haben wir die Angel schon? Hab ich schon? Die Angel haben wir schon. Ja, super. Haben wir auch dieses eine Normalbändchen? Seidenschal. Habt ihr den Seidenschal abgeholt? Jawohl. Ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, wer das gemacht hat. Ich weiß nicht. Irgendwie... Ich habe immer so blöde Vorahnung, wisst ihr? Oder so Vorurteile. Ich denke die ganze Zeit, der Markus, der redet mit allem und jedem. Und Forka, der macht dann eher so die Kämpfe. Ich weiß es nicht. Ich weiß keine Ahnung, wie ich auf diese Vermutung komme. Und ich werde ja später, wenn dieses Projekt hochgeladen wird, sehen, ob es denn auch so ist. Würde mich nicht wundern, wenn es echt so ist. So. Gegen die wurde anscheinend schon gekämpft. Mehr als normal und du gehst jetzt erstmal nach hinten. Du kommst nach vorne. Und die drei da vorne sind jetzt erstmal feste Teammitglieder. Gehe ich ganz stark von aus, weil sonst würde Z-Slayer LP nicht trainiert worden wäre. Ja. Ich darf dann leider nichts mehr fangen. Also in Sachen Pokémon. Aber gut. Was soll man machen? Oh, Zubat. Ich hasse Zubat. Oh, wurde auch gefangen. Jetzt bin ich aber neugierig. Moment. Jetzt bin ich extrem neugierig. Tut mir leid, Leute, aber das muss ich jetzt machen.
Was ist denn jetzt noch alles auf der Box? Wenn er schon in Zubat gefangen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss halt gleich extrem lachen. Keine Ahnung wieso. Kommen schon wieder irgendwelche lustigen Namen. Okay. Döner. Kennen wir schon, lustig. Focci habe ich abge... Oh, hart. Harter Focci. Nur harter Österreicher. Nee, nicht Österreicher. Schweizer, so. Link X2, okay. Okay. Tab... Wer ist Tabut? Tabut. 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 Kennt ihr echt nicht. Das ist, also dieses Link X2 ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Abonnent, ein Freund. Irgendwie sowas in dem Dreh. Keine Ahnung, von wem von den beiden. Und Tabut, wer ist Tabut? Tabut? Wenn du eine Person bist, dann kannst du mir das ruhig mal in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, zu wissen, wer du bist. So, und hier ist Tabut 2, Tabuts Schwester. So. Warte mal, Moment, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Moment mal, realisiere ich gerade richtig, dass irgendeiner von den beiden Kunstbanausen meinem Teammitglied Blitzkai, was? Nee, warte. Ist das euer Ernst? Was ist das denn? Was soll ich mit dem Ninkada, mit dem Blitz? Okay, ich sollte mich hier aufregen. In der Arena hat es was gebracht, aber trotzdem. Oh mein Gott, jetzt muss ich das... Nein! Ich muss doch jetzt bis Seegrabschul mit mir mit... Oh mein Gott! Leute, das ist jetzt... Das ist nicht euer Ernst, ey, wirklich. Das schockt mich gerade ein bisschen. Das schockt mich gerade extrem. Oh, ein Flunkiefer. Männliches. Würde ich jetzt gerne fangen, aber das dauert ein bisschen. Moment, wir dürfen noch speeden, ne? Antenna! Weil ich möchte natürlich noch ein bisschen was in den Parts erreichen. Das haben wir uns ja auch ein bisschen vorgenommen. Und ich möchte dich gerne fangen, Flunkiefer. Du sollst in mein Team. Volltreffer! Oh, Geduld, nein, ich habe definitiv keine Geduld gerade. Ha, Antenne, brauchst mir gar nicht so anzukommen. Pokéball, ja, ist gut. Och Mann. Mann, das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Schulunior. Wow, ich mag Schulunior. Ich mag Schulunior. Sayu, komm. Du musst mir jetzt aber helfen, einen Schulunior zu fangen. Er hat die Stolunia besamt. Oh, ist sogar weiblich. Bukake! Was? Bukake? Habe ich ja richtig gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Jawoll! Stolunia ist toll, ja? So, Stolunia ist weiblich. Und ich weiß, dass eine gewisse Sis von mir auf Stolunia wahrscheinlich steht, weil Stolunia mag jeder. Stolunia ist einfach ein süßes Pokémon. Und ein cooles dazu. Mit einem geilen Typen. Und ja, Kai, tschüss, du bist ein Stolunia. Ich hoffe, das gefällt dir. Understand? Oh, Ranitil, okay. Oh. Los. Ein schlafendes Yapo-Abra. Und nein, ich habe nichts gegen Japan. Doof. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ja, das sind so die Tücken vom Speeden, ja. Too much Speeding ist nicht gut. So, jetzt, by the way, ein Ewigstein. Für diejenigen, die gerne breeden. Ich weiß nicht, ob es schon in der dritten Geno ist. Dass, wenn man der Mutter, glaube ich, also dem weiblichen Elternteil, einen Ewigstein gibt, dass es dort eine 50%ige Chance gibt, das Wesen von der Mutter weiter zu vererben. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier auch so ist, aber, naja. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Weil in der dritten Gen habe ich nicht so viel gebreedet. Weil wir fingen das mit dem Breeden, also mit dem Züchten, Pokémon Züchten, mit Pension und so weiter, erst ab der vierten Gen an. Wo es mit Wi-Fi-Betting auch so erstmals richtig losging. So, jetzt erstmal hier die Dev-Ware. Dieses Ding, das du da trägst, das ist ein Pokénav. Wenn Trainer, die ein Pokénav besitzt, gegeneinander kämpfen, wird das Ergebnis, das Ergebnis hier gespeichert. Oh, entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich? Die Jennifer gibt Brief.
Hey, dankeschön. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich aufgenommen, auf dich genommen, um ihn hierher zu bringen. Ich muss dich bedanken. Ehrlich, ich werde dir diese TM geben. Sie enthält meine Lieblingsattacke, Stahlflügel. Und damit erhalten wir TM47. Könnten wir jetzt Z-Layer LP beibringen, aber mal gucken, was der Besitzer von Z-Layer LP sagt. Und außerdem brauchen wir das jetzt nicht so dringend. Und der erzählt uns irgendwas von wegen Champ, Pokémon-Liga und ja. Was lässt das vermuten? Keine Ahnung. Lassen wir uns einfach mal überraschen, Mois. Und das ist jetzt, glaube ich, Part 10 müsste das sein. Und wir sind jetzt hier in... Oder? Doch, das müsste Part 10 sein. Jo, ist Part 10. Und wir sind jetzt gleich in Graphi4 City. Und da Markus gleich weitermacht, muss ich ihm ja ein Signal geben dafür, wie es weitergeht. Keine Ahnung, wie ich Markus jetzt in so einer Situation eine Falle stellen könnte. Irgendwie ja gar nicht. Aber, ja. Zum nächsten Part lasse ich mir wieder was einfallen. Keine Sorge, Leute. Ich beende den Part jetzt für euch. So. Der Safe State wird dann demnächst so beginnen. Und ich werde nochmal Austrian Ninka da bis Level 14, glaube ich, trainieren. Und dann sehen wir weiter. Bis dahin, haut rein, was gut und ciao. Euer Bäcker, der hat 10 Finger, meine Freunde.